Mein Name ist Björn Ratte, ich bin Head of Digital Marketing bei TÜV Systems und rede heute über den zweiten Teil, also gestern war der erste, heute der zweite Teil über Personal Branding mit LinkedIn. Kurz zu denjenigen, die vielleicht gestern nicht dabei waren, wer bin ich? Wie gesagt, Head of Digital Marketing bei TÜV Systems, bin seit 20 Jahren im Bereich digitales Marketing und ich liebe einfach dieses Thema, ich brenne für Social Media und ich hoffe, dass ich gestern im ersten Teil schon gezeigt habe, dass diese Flamme in mir brennt und dass ich genau diese Leidenschaft auch gerne weitergebe an alle, die heute zuhören. So, worüber sprechen wir heute? Beziehungsweise was haben wir gestern gemacht? Vielleicht ein kurzer Recap. Gestern sind wir darauf eingegangen, warum LinkedIn wichtig ist für das Personal Branding und warum es wichtig ist, auf Social Media zu sein und auch auf mehreren Kanälen zu sein, nicht nur auf LinkedIn. Dann haben wir kurz besprochen, was Social Selling ist, also dass es hier darum geht, Vertrauen aufzubauen. Und nicht um direkten Verkauf, darauf gehe ich aber nachher auch nochmal ein, nämlich wie man richtig verkauft auf LinkedIn. Dann haben wir sehr lange uns damit beschäftigt, wie wir das Profil optimieren. Ich hoffe, da haben heute Nacht auch schon einige was dran gemacht und ein bisschen am Profil rumgeschraubt. Dann habe ich beschrieben, wie man aktiv sein Netzwerk erweitert, also dass man auf andere LinkedIn-Mitglieder zugeht, die zu seinem eigenen Netzwerk hinzufügt. Und auch, dass man verschiedene Stellen nutzen soll auf LinkedIn und nicht nur die Suche, sondern im Newsfeed, auf Profilseiten, in Gruppen sollte man hier aktiv sein. Und hier vielleicht ein kleiner Nachtrag zu gestern, ich leider vergessen habe. Es gibt Gruppen, die nennen sich Lion-Gruppen. Das sind LinkedIn Open Networks. Und wenn man sich dort einträgt, dann sagt man, man ist offen zum Netzwerken und man bekommt noch viel mehr Anfragen auf LinkedIn, dass man eingeladen wird, um eine Connection einzugehen. Also ein Connection Request erhält man dann, wenn man in diesen Gruppen ist. Also schaut mal auf LinkedIn nach Lion, also L-I-O-N, Gruppen und tragt euch da ein, wenn ihr schnell euer Netzwerk erweitern wollt. Dann haben wir ganz kurz besprochen gestern, welchen Content es gibt auf LinkedIn, den man kreieren kann. Also wie schafft man es, dass man passiv eingeladen wird? Das macht man mit gutem Content und sind kurz auf einen Post eingegangen. Wiederhole ich heute noch mal kurz. Dann gehe ich heute darauf ein, wie man eigentlich Sales betreibt auf LinkedIn. Welche Tools gibt es, also welche Werkzeuge werden zur Verfügung gestellt, um einen auf LinkedIn zu helfen? Sowohl was das Sales angeht, aber auch was die Sichtbarkeit angeht. Dann gibt es einen Indikator, wie gut man eigentlich ist. Und zum Schluss nochmal, wie man diesen Indikator verbessern kann. Und was hier nicht draufsteht, noch ein kleines Goodie. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich mit dem mobilen Endgerät, mit der LinkedIn-App auf mobilen Endgeräten? Da gibt es ein paar Features, die nur auf der App verfügbar sind. Darauf gehe ich dann auch nochmal ein. Dann lass uns nochmal anfangen. Also passive Grow, wie bekomme ich Anfragen, dass andere mich zu ihrem Netzwerk hinzufügen möchten? Und das mache ich mit gutem Content. Ich bin gestern darauf eingegangen, es gibt dafür Artikel, Posts, kurze Videos über sich selber, Bilder von sich selbst und ich wiederhole das gerne nochmal. Euer Gesicht ist euer Logo, also zeigt euer Logo so häufig wie möglich auch auf Posts oder auf anderem Content auf LinkedIn. Dokumente, ich glaube, ich habe gestern vergessen anzusprechen, man kann Dokumente hochladen, man kann andere loben, Hilfe bieten und die Stories. Wie gesagt, bei Mobile Only gab es nur noch bis September, gibt es momentan nicht mehr. LinkedIn arbeitet da an etwas Neuem. Jetzt wiederhole ich nochmal das von gestern, weil das wirklich sehr wichtig ist. Und ich hatte ja gestern eine Hausaufgabe aufgegeben. Also ich wurde nicht getaggt, sonst hätte ich das auf jeden Fall geliked. Wichtig ist wirklich, dass ihr andere Personen taggt. Und nochmal die Aufforderung gerne, macht Screenshots von dieser Präsentation heute, postet es auf LinkedIn. Und taggt mich gerne, ich like das Ganze dann auch und bekommt dadurch nochmal ein bisschen einen Boost. Und Wiederholung auch nochmal, zeigt People, also zeigt Gesichter, am besten euer Gesicht, wenn ihr etwas postet und versucht das in Verbindung zu bringen, vielleicht mit Marken. Also wenn ihr im Automotive-Bereich seid und seid auf einer Messe und ihr steht gerade vor VW oder Porsche oder Skoda, macht ein Bild mit euch und die Marke ist im Hintergrund, nutzt ein bisschen diese Markenbekanntheit. Ihr werdet sehen, es werden mehr Personen euren Post dann auch liken. Und nochmal wiederholen, weil es auch sehr wichtig ist, reagiert auf Kommentare und reagiert relativ zügig auf diese Kommentare. Am besten innerhalb der ersten Stunde, wenn ihr einen Kommentar bekommen habt, reagiert darauf und nicht nur danke für das Feedback, sondern wirklich ausführlicher. Danke für das Feedback, lieber Dirk. Ich weiß es sehr zu schätzen. Was denkst du denn über folgende Komponente? Und stellt nochmal eine Frage, um die Konversation am Laufen zu halten. Das wäre wichtig.
Und noch ein Hinweis zum Link, weil auch das habe ich heute Morgen wieder gesehen auf LinkedIn, die Diskussion. Und ich wiederhole es hier auch nochmal gerne. Der Link in einem Post führt dazu, dass man eventuell weniger Reichweite bekommt. So, dafür gibt es verschiedene Studien, weil Social Media Plattformen, so auch LinkedIn, natürlich nicht möchten, dass Menschen die Plattform verlassen, sondern sie möchten, dass möglichst lange mit der Plattform interagiert wird. Nun gibt es Tipps, die dazu führen, dass man sagt, okay, da schreibt man den Link ins erste Kommentar, aber auch hier, wie gestern schon erwähnt, wenn man im ersten Kommentar einen Link hat und bekommt dann 30 Kommentare aus seinem Post, verschwindet der erste Kommentar einfach zwischen all den anderen Kommentaren und der User, der diesen Post liest, muss den Kommentar mit dem Link suchen und das ist sehr, sehr nervig. Insofern nicht userfreundlich und ich würde es nicht machen. Dann gibt es den Tipp, man kann einen Post schreiben, den Link rauslassen, posten und dann den Post editieren und den Link wieder reinsetzen, weil innerhalb der ersten Minuten kommen die LinkedIn-Bots vorbei, schauen sich den Post an. Wenn ein externer Link drin ist, besuchen sie teilweise auch die externe Seite, um zu gucken, was qualitativ ist. Wenn kein Link drin ist, pushen sie den Post etwas höher. Wenn ein Link drin ist, strafen sie ein bisschen ab. Und dann sollte man es editieren und den Link wieder einfügen. Aber auch hier hat LinkedIn einen Riegel vorgeschoben. Das heißt, wenn man innerhalb der ersten Stunde seinen Post editiert, straft LinkedIn auch das wiederum ab. Also man sollte, wenn man einen Post absetzt, sich sicher sein, dass das der Content ist, den man auch absetzen möchte und danach nicht mehr versuchen zu editieren. Und wenn man editiert, dann vielleicht 2-3 Stunden später. Das nochmal als Tipp hier beim Posten. So, welche Möglichkeiten gibt es denn noch auf LinkedIn, Content zu produzieren? Eine sehr schöne Variante sind die LinkedIn-Artikel. Also hier kann man wirklich seine Expertise zeigen. Und wenn man zum Beispiel wie bei mir Digital Marketing über das Thema sich positionieren möchte, zu diesen Themenfeldern auch Artikel zu schreiben. Was man auch machen kann, ist, wenn man einen Blog hat, dass man vielleicht die ersten Zeilen seines Blogs hier reinsetzt, ein bisschen umschreibt, weil man ja natürlich keinen Duplicate Content für Google produzieren möchte und dann auf seinen Blog verweist, aber man produziert einen Artikel und der Post, den man absetzt, verweist dann auf den Artikel und der Artikel wiederum verweist auf den eigenen Content, auf der eigenen Webseite, auf den eigenen Blog. Das führt dazu, dass der Post selber nicht abgestraft wird, weil man bleibt ja auf der LinkedIn-Plattform erstmal und dann im Artikel kann man wieder auf andere Webseiten verweisen. Mal kurz mein Telefon ausmachen. So. Und was Schönes bei den Artikeln ist, dass, wie schon angesprochen, Google crawlt die auch. Also Google zieht diese Informationen in die Suche rein. Das heißt, wenn man nicht nur auf LinkedIn seine Expertise zeigen möchte, sondern auch wenn man mal gegoogelt wird, werden diese Artikel rangezogen und man selber wird auch mehr sichtbar auf Google. Und letztendlich ist das ja beim Personal Branding das optimale Ziel, wenn man gegoogelt wird, dass man dann sichtbar ist und nicht nur auf einer Plattform. Insofern helfen diese Artikel auch mit der Sichtbarkeit auf Google. So viel dazu. Dann hatte ich angesprochen Dokumente. Also man kann auf LinkedIn auch Dokumente hochladen. Das sieht man häufiger jetzt inzwischen bei diesen Karussellen, das ein bisschen kopiert von Instagram, dass LinkedIn-Creator so Karusselle erstellen, also am Anfang erstmal ein Bild haben mit vielleicht einer provokativen Frage oder Provokation in Summe. Und dann geht man durch das Karussell durch, also immer wieder ein Bild weiter und bekommt dann die Auflösung. Das ist natürlich sehr catchy und je länger man sich mit einem Post beschäftigt, desto besser findet das LinkedIn. Also ladet ruhig Dokumente hoch. Ich hatte hier eine Checkliste für eine LinkedIn-Kampagne hochgeladen, wird momentan sehr gut von LinkedIn angenommen, wenn man das macht und auch die User wissen zu schätzen, wenn sie ein Dokument haben, was sie dann sich anschauen können. Kleiner Insight, das ist ein PDF-Dokument, das heißt, im ersten Moment kann man dem PDF-Dokument nicht viel machen, aber man kann auf LinkedIn draufdrücken und dann kann man auch aktivieren, dass interaktive Elemente in dem PDF-Dokument genutzt werden können. Also wenn ihr ein interaktives PDF-Dokument habt, könnt ihr das auch hochladen. User können es nutzen, aber User müssen das auch wissen. Also es ist ein bisschen komplizierter. Insofern würde ich davon abraten, so einfach nur ein PDF-Dokument hochladen anstelle eines interaktiven PDF-Dokuments. So, dann gibt es noch Special Posts auf LinkedIn. Wie gesagt, eins ist, andere zu loben. Und das funktioniert sehr gut. Ihr könnt eine Umfrage erstellen. LinkedIn liebt gerade Umfragen. Und Umfragen pushen auch eure Reichweite extrem. Denn jedes Mal, wenn jemand
quasi eine Antwort hinterlässt auf eure Umfrage, ist das eine Interaktion mit eurem Post und ein bisschen gleichzusetzen mit einem Engagement auf dem Post. Insofern wird euer Post dann noch stärker sichtbar. Wenn ihr das vorhabt, eine Umfrage zu starten, bitte auch etwas Sinnvolles, also wirklich, was ihr wissen möchtet und nicht zum Beispiel, findet ihr Umfragen auf LinkedIn auch doof? Ja, nein. Das finde ich persönlich ein bisschen ohne Mehrwert. Also versucht euch natürlich hier als Experten zu positionieren und startet eine Umfrage in eurem Feld, wo ihr Experte seid. Dann könnt ihr platzieren, dass ihr einen Job anbietet. Das ist hier möglich über den Post, also dass sich jemand einstellt. Ihr könnt eine gewisse Occasion, also ein Event zelebrieren, dass ihr sich 50 Jahre beim gleichen Arbeitgeber seid zum Beispiel, das könnt ihr hier machen. Und die klassischen Varianten ist ein Artikel schreiben über den Post, ein Video erstellen oder ein Bild hochladen. Also probiert mal die verschiedenen Varianten der Posts aus und das gehört auch zum Growth Hacking dazu. Testen und ausprobieren und lernen, was funktioniert für euch am besten. Probiert es einfach bitte aus. So, jetzt habe ich euch die verschiedenen Formen erzählt, die möglich sind auf LinkedIn. Und hier ist noch mein Tipp für relevanten Content. Also ich bekomme häufig die Frage, was soll ich denn eigentlich posten? Und muss ich meinen Firmen-Content posten oder kann ich nur Privates posten etc.? Und das ist meine Empfehlung hier. Ich würde es aufteilen, weiß ich, ob 40%, 30, 30 oder vielleicht ein Drittel, ein Drittel, ein Drittel, zu sagen, okay, ich arbeite in Unternehmen, also poste ich ein Drittel des Corporate-Contents, den ich zur Verfügung gestellt bekomme. Also in meinem Fall, ich poste etwas über T-Systems, also T-Systems auf einem Event, T-Systems Webinar, T-Systems hat eine neue Solution rausgebracht und so weiter. Dann möchte ich mich natürlich selbst im Personal Branding als Experte in meinem Bereich positionieren. Also poste ich ein Drittel oder 30% Industry Content, also in meinem Fall eben digitales Marketing oder Social Media oder Marketing-Innovationen, also was zu mir passt und was mein North Star, ich habe es ja gestern erklärt, ihr müsst euch im Klaren sein, was wollt ihr auf LinkedIn erreichen, was ist euer North Star, was mein North Star unterstützt. So, dann ein Drittel oder in diesem Fall ja 40% Self-Branding. Das heißt, ich rede über Dinge, die mir wichtig sind, die ich auf LinkedIn rausgefunden habe, meine Learnings, meine Struggles und rede ein bisschen über mich. Aber das Coole ist ja, dass ich alles miteinander kombinieren kann. Also ich kann zum Beispiel sagen, dass AI für digitales Marketing wichtig ist, zeige dabei vielleicht mich selbst in einem Post, also mache Self-Branding und ganz unten drunter schreibe ich sogar noch und die T-Systems bietet auch AI-Solutions an. Also habe ich quasi einen gesamten Content-Mix in einem Post gepackt und schaffe es, somit relevanten Content zu produzieren. Also nehmt euch das zu Herzen. Nutzt gerne diesen Content-Mix. So, dann die Wichtigkeit von Verweildauer auf einem Post. Ich hatte es vorhin schon mal kurz angesprochen, dass LinkedIn es gerne mag, wenn sich Menschen längere Zeit mit eurem Post auseinandersetzen. Und im Mai 2020 gab es ein Update. Da war es nicht nur wichtig, dass ein Post relativ viel Engagement bekommt, also viele Likes, sondern dass Personen auf LinkedIn sich mit Posts auseinandersetzen. Das heißt, dass ihr gelesen wird, dass das Video zu Ende geschaut wird, dass ein Dokument durchgeflippt wird. Also achtet auf die Verweildauer. Ich hatte ja schon gesagt, ihr habt in einem Post 3000 Zeichen Platz, um euren Content zu formulieren und abzusetzen. Versucht das ruhig auszunutzen, also 1500 Zeichen bis 2000 Zeichen zu schreiben. Es gibt auch einige Hacks, dass man zum Beispiel, wie gesagt, am Anfang eine Provokation stellt und dann erst 3 Zeilen später eine Auflösung dazu schreibt, weil dann wird nämlich der LinkedIn-User, der euren Post liest, animiert, auf den Mehr-Button zu klicken, um den restlichen Text zu sehen. Und das indiziert für LinkedIn, okay, die Person setzt sich mit eurem Post auseinander. Werdet ihr wahrscheinlich häufiger schon gesehen haben, dass am Anfang irgendeine Frage steht oder Provokation, ich kündige, dann ist erstmal nichts und dann kommt irgendwie eine Auflösung, meinen Handyvertrag, aus den und den Gründen. Das ist, wie gesagt, das führt dazu, dass die Verweildauer auf dem Post höher ist. Man schafft natürlich auch eine hohe Verweildauer mit Videos. Ihr habt die Möglichkeit, 10-minütige Videos nativ hochzuladen. Also ihr könnt in eurem Bereich über etwas erzählen, nehmt euch selbst auf und ladet das dann hoch. Oder eben über Dokumente ist es auch möglich, eine hohe Verweildauer zu erzielen nach eurem Post. Probiert es mal aus. So, dann werde ich auch gefragt, wie häufig soll man denn posten? Hier ist ein Beispiel vom letzten Jahr. Ich hatte
Letzte Woche, vorletztes Jahr sogar schon, ist ein bisschen älter. Ich hatte angefangen, mit 2 bis 3 Mal pro Woche zu posten, als ich aktiver auf LinkedIn wurde. Da sieht man, okay, ich habe eine gewisse Reaktion drauf bekommen. Ich habe eine gewisse Anzahl an Profilvisits auch gehabt. Also welcher Impact hat quasi meine Anzahl an Posts auf die Anzahl meiner Profilvisits und somit auch ein bisschen auf meine Sichtbarkeit. Dann bin ich in Urlaub gegangen und nicht mehr so viel gepostet und meine Sichtbarkeit ging runter. Dann wieder mehr gepostet, Sichtbarkeit ging hoch, dann wurde ich krank, Sichtbarkeit ging runter, nicht mehr viel gepostet. Dann habe ich was gepostet und Frank Thelen, also einige von euch werden ihn kennen in Deutschland, hat meinen Post geliked. Dann ging natürlich die Sichtbarkeit extrem hoch. Ich habe ein Power-Engagement quasi bekommen und alle wollten wissen, hey, wer ist denn der Typ, der was gepostet hat und Frank Thelen liked es. Dann ging das Engagement wieder ein bisschen runter und dann habe ich angefangen, so 5 bis 7 Mal die Woche zu posten, also eigentlich jeden Tag zu posten. Und dann ging die Sichtbarkeit auch wieder hoch. Also man hat eine gewisse Korrelation zwischen Häufigkeit der Posts und Sichtbarkeit. Nun ist es so, dass es auf anderen Plattformen wie Twitter oder Instagram kann man jeden Tag 20, 30, 40 Posts absetzen. Das ist für den Algorithmus okay. Auf LinkedIn gibt es wohl Untersuch oder gibt es Untersuchungen, wo es wohl so ist, dass man 2, maximal 3 am Tag absetzen sollte und dass man mindestens 4 Stunden zwischen seinen Posts haben sollte, weil man sonst mit dem darauf folgenden Post den ersten Post schwächt. Werdet ihr wahrscheinlich auch schon gesehen haben, manchmal habt ihr einen Post, der besonders gut funktioniert, auch noch 2, 3 Tage später. Und wenn ihr dann nochmal einen Post draufsetzen würdet, könnte es passieren, dass ihr den ersten Post schwächt. Mein Credo ist, ich poste einmal am Tag und fahre damit ganz gut. Das ist meine Empfehlung und mein Learning bis jetzt. So habe ich schon angesprochen, einmal Frank Thelen geliked und deswegen möchte ich noch auf diese Netzwerkeffekte eingehen und auch auf das Connecten. Also ich habe Frank Thelen kennengelernt, hatte er noch sein eigenes Unternehmen gehabt und hat für die Telekom gearbeitet und seitdem sind wir connected. So, und dann war auf einmal im Fernsehen und natürlich ist seine Sichtbarkeit dann explodiert und inzwischen hat er über 400.000 Follower. Wenn er was von mir sieht, da er First Degree Connection ist, sieht er das auch und Like kriege ich natürlich ein Power Engagement. Das gleiche mit Andreas von der Heydt, der ist hat in Deutschland bei VIP aufgebaut. Bei VIP wurde von Amazon gekauft, dann ist er nach Seattle gegangen. Für Amazon war der Recruiter und hat natürlich ein riesiges Followerschaft aufgebaut. Auch er ist eine First Degree Connection, das heißt, wenn er was von mir sieht und das Like kriege ich ein Power Engagement. Was ich damit sagen möchte ist, wenn ihr Anfragen kriegt von Studenten zum Beispiel oder von Gründern, die gerade ihr Unternehmen aufbauen. Denkt immer dran, was mit diesen Personen vielleicht in 3, 4, 5 Jahren sein kann. Vielleicht sind sie dann an einer wichtigen Position und können euch helfen bei einem neuen Job, können euch helfen bei eurem Sales oder können euch helfen, euch ein Engagement zu geben auf Social Media. Also baut euer Netzwerk ruhig auch mit Personen auf, wo ihr denkt, momentan bringen die mir vielleicht nicht viel. Ja, weil ich momentan mit den Personen kein Geschäft generieren kann. Aber denkt daran, dass sie irgendwann mal vielleicht groß sein könnten auf Social Media und dann habt ihr sie in eurem Netzwerk. Also fangt frühzeitig an, euer Netzwerk auch mit Personen aufzubauen, wo ihr denkt, okay, momentan ist der Nutzen eher gering. Denkt ein bisschen weitsichtiger. So, dann eine coole Sache ist die Geburtstagsliste. Ich musste aber feststellen, dass die momentan nicht ausgespielt wird, leider. Bis vor einer Woche war es so, dass man jeden Tag, jeden Morgen, ich glaube so gegen 9 Uhr, eine Mitteilung bekommen hat mit Personen, die heute Geburtstag haben. Und das ist eine super Möglichkeit, euren Content zu pushen, weil der LinkedIn-Algorithmus denkt, wenn ihr mit jemandem in Kontakt seid, also wenn ihr euch gegenseitig Nachrichten schickt, dann habt ihr ein gewisses Interesse zueinander und der spielt euren Content aus. Insofern habe ich bisher immer diese Geburtstagsliste genommen und einen Großteil der Personen auf dieser Geburtstagsliste gratuliert. Also kurz geschrieben, hey, alles Gute zum Geburtstag. Wenn ihr nur auf diesen Button klickt, gibt euch LinkedIn noch eine Empfehlung, steht nur Happy Birthday. Personalisiert das ein bisschen, so schreibt dann hier zum Beispiel beim Oliver, alles Gute zum Geburtstag, Oliver, macht noch ein Smiley dahinter und dann habt ihr gewisse Personalisierung drin und ihr sticht auch in der Masse der Personen raus, die dem Oliver zum Geburtstag gratulieren. Also das würde ich empfehlen. Und dadurch, dass ich dann mit dem Oliver quasi eine Nachricht getauscht habe, wird LinkedIn am nächsten Tag meinen Post dem Oliver anzeigen. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch. Die Wahrscheinlichkeit ist genauso hoch, dass der Oliver dann da draufklickt und mir ein Engagement gibt.
Probiert das mal aus. Wie gesagt, die Geburtstagsliste ist momentan nicht da. Ich gehe davon aus, sie kommt wieder. LinkedIn ist gerade ein bisschen am Umbauen. Aber wenn ihr wisst, dass jemand in eurem Umfeld Geburtstag hat, gratuliert ihn auf LinkedIn und postet am nächsten Tag was. Und ihr werdet sehen, dass diese Person darauf reagiert hat. Es ist faszinierend, aber es funktioniert tatsächlich. Also nutzt diese Geburtstagsliste, um euren eigenen Content zu pushen. Wie man noch Content pushen kann, ist die Away-Message, heißt die auf LinkedIn, also vergleichbar mit den Out-of-Office-Funktionen. Wenn ihr mal längere Zeit nicht auf LinkedIn arbeiten könnt, agieren könnt, reagieren wollt, wenn ihr im Urlaub seid und sagt, okay, jetzt fahre ich halt Ski, ich möchte nicht online sein, könnt ihr eine Away-Message setzen auf LinkedIn, wenn ihr Premium-Mitglied seid. Also es ist eine Premium-Mitgliedschaft, die man haben muss, um das zu nutzen. Dafür geht ihr in euren Messaging-Bereich, unseren Nachrichtenbereich, klickt auf die drei kleinen Punkte und bekommt dann ein Menü. Und ganz unten ist die Away-Message, die ihr setzen könnt. Und dann könnt ihr definieren, wie lange ihr quasi eine automatische Nachricht rausschicken möchtet, wenn euch auf LinkedIn jemand eine Nachricht schickt. So, ich habe das mal ausprobiert bei der Celine hier. Vielleicht kennen auch die Celine einige. Die ist auch sehr aktiv im Bereich Personal Branding und hatte ihr eine Nachricht geschickt. Und dann hatte ich sofort eine Antwort bekommen, natürlich von ihrer Away-Message, dass sie momentan nicht verfügbar ist. Aber das Coole hierbei ist, sie hat auf ihr Content hingewiesen, also quasi zum einen auf ihre Webseite, aber sie kann auch darauf hinweisen, auf Content auf LinkedIn. Also das habe ich auch schon gemacht, wenn ich mal nicht da war, habe ich eine Away-Message gesetzt, gesagt, okay, vielen Dank für deine Nachricht, ich bin momentan leider nicht verfügbar. Aber kennst du schon meinen letzten Artikel? Und verweise dann auf meinen Artikel und pushe somit meinen Content auf LinkedIn wieder. Also wenn ihr eine Premium-Mitgliedschaft habt, nutzt diese Away-Message. Ihr könnt es auch meinetwegen dauerhaft anhaben, um euren Content zu pushen. Ihr könnt ja trotzdem darauf reagieren. So, jetzt eins meiner Lieblingsthemen. Wie betreibt man eigentlich Sales auf LinkedIn? Wie verkauft man etwas auf LinkedIn? Und auch hier, ich hatte ja am Anfang erzählt, LinkedIn ist ein bisschen wie eine Party. Wenn man jemanden einladen möchte, muss man erstmal zu Hause aufräumen und sein Apartment quasi sauber machen. Und so ist es beim Verkaufen auch. Also LinkedIn ist hier eine Party. Und stellt euch vor, ihr seid auf einer Party, steht in der Küche, weil meistens steht man ja in der Küche auf Partys, habt euer Bier, euer Getränk in der Hand. Und dann komme ich rein und in die Küche und sage, hey, hier Dirk, ich weiß doch, du wirst bestimmt ein neues Auto kaufen. Ich bin der Björn, ich verkaufe Autos. Lass uns doch mal für Dienstag eine Probefahrt vereinbaren und gib mir mal deine Telefonnummer, da rufe ich dich Montag nochmal an. Da wird jeder normale Mensch sagen auf der Party, ey, tickt es bei Björn noch richtig? Ich bin hier gerade in einem ganz anderen Umfeld, ich möchte keinen Pitch haben, ich möchte einfach nette Menschen kennenlernen. Und so ist es auf LinkedIn auch. Deswegen habe ich immer gesagt, bei euren Einladungen, die ihr für eine Anfrage schickt, eine Vernetzungsanfrage, seid erstmal unverbindlich. Weil wenn ihr genau so eine Anfrage verschickt, versetzt euch in die Partysituation. Kein Mensch hat Lust darauf, dann mit euch zu sprechen. Und ich vergleiche es immer ein bisschen mit einer guten Flasche Wein. Stellt euch vor, ihr bekommt eine gute Flasche Wein geschenkt von euren Eltern, Freunden, Kindern, whatever. Also wirklich eine teure 60, 70 € Flasche. Dann wird ja keiner sagen, das ist ja super, ich habe jetzt eine teure Flasche, draußen scheint gerade die Sonne, ich mache mir Sangria da draus. Sondern jeder wird sagen, das ist was Besonderes, das lege ich mir ins Regal. Und eines Tages ist der Moment, da teile ich das mit meinen Freunden oder da genieße ich diese Flasche Wein, weil einfach ein besonderer Moment da ist. Und so ist es auf LinkedIn für mich auch. Man geht erstmal unverbindlich auf jemanden zu, schließt einen Kontakt ab und dann lässt man diesen Kontakt erstmal liegen. Dann schaut man sich die Posts des Kontaktes an, reagiert auf diese Post, vielleicht ein Like, vielleicht lässt man auch einen sinnvollen Kommentar drunter und positioniert sich auch ein bisschen als Experte. Vielleicht kann man dann ab und zu mal ein PDF-Dokument schicken, sagen, hey, Dirk, ich habe hier etwas Tolles gelesen zum Thema Personal Branding, vielleicht interessiert dich das auch. Und so baut man nach und nach Vertrauen auf und zeigt, dass man Experte in einem Bereich ist. Und mit den Content, den ihr produziert, sieht das auch euer neuer Kontakt. Ja, LinkedIn hilft euch dabei auch. LinkedIn benachrichtigt euch, wenn ihr einen neuen Kontakt habt und dieser neue Kontakt postet etwas. Dann steht da, hey, dein neuer Kontakt Dirk hat gerade was gepostet, könnte dich interessieren. Also LinkedIn hilft da ein bisschen auf euch aufmerksam zu machen. Und dann eines Tages hat dieser Kontakt vielleicht ein Problem und braucht Hilfe. Oder eines Tages kommt er aktiv auf euch zu und sagt, hey, ich habe hier eine Herausforderung, du bist der Experte in dem Bereich, helf mir doch mal. Und dann ist der Moment da, wo du quasi die Flasche Wein aufmachen kannst, wo du dein Offer, dein Angebot der Person offerieren kannst und ihr
geht dann in den Sales. Und dieser Sales wird wahrscheinlich gar nicht auf LinkedIn stattfinden. Wahrscheinlich werdet ihr dann telefonieren oder euch treffen, wenn es möglich ist, und tiefer darüber diskutieren. Insofern denkt immer, wenn ihr an Social Selling denkt, an diese Flasche Wein, dass es etwas Besonderes ist. So, dann gibt es ein paar Tools, die man nutzen kann auf LinkedIn, um euch das Leben ein bisschen zu erleichtern. Ich gehe ja insbesondere auf Tools ein, die auch erlaubt sind. Es gibt auch ein paar Tools bei LinkedIn, die nicht erlaubt sind. Das sind so Marketing-Automation-Tools wie DuckSoup. Die besuchen quasi Profile und durch das Besuchen provozieren sie Kontaktanfragen. Also wenn ich hatte es ja gestern erzählt, wenn ich auf meinem Profil jemand gesehen habe, der zu mir passen könnte, gehe ich auf ihn zu und sage, hey, ich würde dich gerne zu meinem Netzwerk hinzufügen. Und das machen diese Tools quasi. Die gehen auf die Seite, imitieren quasi einen Besuch, dass du quasi den Besuch hattest, wie ihr den Besuch hattet. Dabei war es die Software und dann bekommt ihr mehr Kontaktanfragen zugeschickt. Es gibt auch Tools, die sind so automatisiert, dass sie Kontaktanfragen verschicken. Da ist aber häufig so, dass es dann zu Copy-Paste-Fehlern kommt. Also auch das sollte man sich genauer anschauen. Oder die Algorithmen erkennen euren Namen nicht richtig und schreiben dann den falschen Namen rein oder erkennen die Firma nicht richtig, schreiben die falsche Firma rein. Also insofern bin ich kein großer Fan von Automation-Tools. Und LinkedIn hat auch eine lange Liste mit Tools, die sie nicht akzeptieren. Ganz fiese Tools wie PhantomBuster, die können auch die Daten rausziehen. Also wenn ihr ein Event zum Beispiel geplant habt, könnt ihr mit PhantomBuster alle Teilnehmer aus LinkedIn rausziehen, in eine Excel-Liste packen und könnt somit quasi euer Newsletter aufbauen, was natürlich gegen die DSGVO ist. Also auch hier seid wirklich vorsichtig und macht das nicht. Es gibt die Möglichkeit, aber LinkedIn verbietet das, deutsche Recht verbietet das. Das nur als Hinweis. So, welche Tools sind dann möglich? Es gibt sogenannte Content Automation Tools wie Hootsuite oder Buffer. Das heißt, wenn ihr keine Zeit habt, in der Woche zu posten, könnt ihr am Wochenende diese Tools mit Post bestücken und die Tools posten dann für euch. Ist natürlich ein super Zeitersparnis. In der Regel aber sind diese Posts dann leider nicht sehr erfolgreich, weil das LinkedIn erkennt, dass es eine Schnittstelle ist, dass hier automatisiert gepostet wurde und nicht nativ gepostet wurde. Und ihr werdet das an den Engagements sehen. Wenn ihr aber partout sagt, hey, in der Woche schaffe ich es nicht, dann könnt ihr eins von diesen Tools nutzen. Das ist relativ trivial. Hier ist das eine Übersicht vom Buffer. Ihr sagt quasi, wann ihr, welchen Post ihr an welchen Tag absetzen möchtet. Ihr habt dann auch, sieht dann Analytics, da sieht die Vorschau, wie der Post aussehen wird. Kleine Herausforderung ist häufig, dass man bei Automation-Tools andere nicht taggen kann, weil ja keine richtige Schnittstelle da ist. Also achtet darauf. Hashtags kann man setzen, taggen kann man nicht. Und dann könnt ihr analysieren, wann war denn welcher Post erfolgreich. Also ist es eher morgens, mittags, abends, ist es eher am Wochenende, aufgrund dieser Analytics-Funktion. Also grundsätzlich ist es richtig cool. Ich nutze die Automation-Tools insbesondere für Twitter, weil Twitter stört es nicht. Also da kann man richtig viele Posts raushauen. Bei LinkedIn müsst ihr mal schauen. Wie gesagt, wenn ihr die Zeit habt, nativ zu posten, macht es. Wenn ihr Zeit nicht habt, könnt ihr auch solche Tools nutzen. Dann ein Tool, das ich relativ häufig nutze, eigentlich jedes Mal, wenn ich poste, ist das LinkedIn Hashtag Tool. Das ist eine Browser-Extension, nennt sich, glaube ich, nur LinkedIn Hashtags. Und die zeigen euch an, wie relevant die Hashtags sind, die ihr eigentlich nutzt. Ich hatte ja gestern erzählt, dass man relevante Hashtags nutzen soll in seinen Posts. 3 bis 4 maximal. Wenn man selber einen Hashtag etablieren möchte, sollte man eben 2 relevante nehmen und einmal seinen eigenen. Oder wenn man 4 Hashtags hat, 3 relevante und einmal seinen eigenen. So, und diese Relevanz kann man identifizieren, indem man den Hashtag in die Suche eingibt. Dann sieht man, wie viele Follower dieser Hashtag auf LinkedIn hat. Man kann aber auch diese Browser-Extension nutzen. Und da sieht man über Get Followers, wenn man da draufklickt und hat dann einen zusätzlichen Button in seiner Post-Übersicht oder Ansicht, sieht man, wie viele Follower diese Hashtags haben. So, ich habe jetzt mal hier 3 eingegeben für Demonstrationszwecke, heute Morgen sogar noch. Und man sieht, also Digital Marketing hat 27 Millionen, Social Media 19 Millionen, den Innovation sogar 38 Millionen Follower. Das heißt, dieser Post wird eine hohe Sichtbarkeit haben bei Personen, die diesen Hashtags folgen. Also nutzt relevante Hashtags und das LinkedIn Hashtag Tool hilft euch dabei, diese Relevanz zu erkennen. Und dann gibt es Tools, die kuratieren euch den Content etwas. Wie gesagt, es ist ja im täglichen Doing nicht einfach, immer relevanten Content zu finden.
Und dafür gibt es Tools, die das für euch tun. Ein Tool ist TrumpUp.io. TrumpUp, hier habt ihr die Möglichkeit, kostenfrei ein Keyword zu hinterlegen und ihr bekommt dann jeden Abend zu diesem Keyword eine Vorschlagsliste zugeschickt mit Artikeln, die TrumpUp für euch gefunden hat im Netz. Also ich habe hier das Keyword natürlich Digital Marketing hinterlegt und kriege dann jeden Abend in mein E-Mail-Postfach eine E-Mail von TrumpUp und in der E-Mail stehen, glaube ich, so 8 bis 10 Artikel, die TrumpUp gefunden hat, die etwas mit Digital Marketing zu tun haben. Und das ist relativ cool, weil man kann dann diesen Artikel nehmen und wiederum posten. Auf Twitter kann man es sofort rausschicken. Auf LinkedIn kann man den Artikel dann sich selbst und vielleicht ein bisschen erstmal durchlesen und dann dementsprechend seine personalisierte Meinung dazu schreiben. Weil es wichtig ist, auf LinkedIn nicht nur einfach Content zu resharen, sondern wenn man Content reshared, muss man mindestens so 3 bis 4 Zeilen nochmal selbst dazu schreiben, eigene Hashtags nutzen und seine Meinung dazu äußern. Ansonsten wird der Content auch nicht funktionieren. Aber probiert TrumpUp.io mal aus. Ich finde es super. Wie gesagt, ein Hashtag ist kostenlos. Und wenn man mehr Hashtags haben will, dann kostet es was. Und ihr bekommt jeden Abend Updates zu Content zugeschickt. Ein Tool, was ich erst kürzlich identifiziert habe, ist Copy AI. Also wenn ihr selber Probleme habt, Artikel zu schreiben, hilft euch inzwischen eine künstliche Intelligenz dabei. Ihr habt hier die Möglichkeit bei Copy AI, auch das ist kostenlos bis zu einem gewissen Grad, Artikel formulieren zu lassen. Also ihr gebt quasi Keywords ein, die ihr gerne hättet. Ich habe es mal ausprobiert. Ich wollte LinkedIn Visibility, war quasi mein Keyword. Und dann hat für mich die Copy AI quasi meinen LinkedIn-Artikel geschrieben. Den habe ich gepostet, den findet ihr sogar auf meinem Profil, also ihr könnt euch den gerne durchlesen. Ich musste ungefähr noch so 5% ein bisschen korrigieren und formatieren und ein bisschen was noch dazu schreiben, weil sonst hat es nicht ganz gepasst. Hab das gepostet und habe dann 3 Tage später meine Audience gefragt: Hey, habt ihr eigentlich gemerkt, dass ich einen Artikel publiziert habe, der von einer künstlichen Intelligenz geschrieben wurde? Und daraufhin haben sie sich natürlich auch wieder gemeldet, weil sie sich ein bisschen ertappt gefühlt haben und haben gesagt, nee, haben wir nicht gemerkt, super, ja, okay, war ein bisschen häufig das Keyword Visibility drin, könnte sein, dass es eine AI war. Also wenn ihr selber nicht so gut im Schreiben seid oder keine Zeit habt, guckt euch mal Copy AI an. Ihr könnt nicht nur Artikel damit schreiben, ihr könnt euch Posts formulieren lassen, ihr könnt euch Headlines formulieren lassen. Und es gibt Dutzende solcher Tools, wie gesagt, Copy AI habe ich mal ausprobiert. Fand ich echt cool, funktioniert ganz gut. Dann ein Analytics-Tool, wo ich nicht weiß, ob LinkedIn das gut findet oder nicht, aber es ist extrem, extrem geil. Also probiert es auch das nochmal bitte aus. Das nennt sich Crystal Knows, also Crystal Weiß. Das ist eine Browser-Extension. Und wenn ihr diese Browser-Extension anhabt und dann auf ein Profil von jemandem geht und Crystal aktiviert, bekommt ihr eine psychologische Analyse des Profils in meiner rechten Seite eures Browserfensters. Und da stehen da so Sachen drin wie: Björn möchte schnell zum Punkt kommen und nicht lange um den heißen Brei rumreden. Wenn du Björn ansprechen möchtest, hier sind folgende Textvorschläge für dich. Also die geben quasi nochmal Empfehlungen aufgrund des Contents, den ich auf meinem LinkedIn-Profil hinterlegt habe. Ihr habt auch hier kostenlos sind 10 Analysen drin. Danach muss man auch dafür bezahlen. Probiert es mit eurem eigenen Profil erstmal aus und seid überrascht, wie gut diese AI, dieser Algorithmus euch identifiziert. Ich fand es faszinierend und natürlich für den Sales ist es genial, dass er genau weiß, okay, ich möchte keine langen E-Mails bekommen, ich möchte kurze E-Mails bekommen und schnell zum Punkt kommen. Also ein cooles Tool zum Ausprobieren. Ich bin mir aber allerdings nicht sicher, ob das nicht bei LinkedIn auch auf der Liste steht mit Browser-Extensions, die LinkedIn nicht so gerne sieht. Dann ein Analytic-Tool, was richtig gut ist, ist Shield. Das kostet aber grundsätzlich was. Ich weiß nicht, ob die einen Probemonat haben. Müssen wir auf der Website nochmal gucken. Mit Shield könnt ihr tatsächlich analysieren, wie eure Posts in der Vergangenheit funktioniert haben. Ich meine, der Nachteil ist, dass man nicht rückwirkend seine Posts analysieren kann, sondern erst, wenn man Shield aktiviert hat, dass man dann das Shield dann quasi eure Posts sich genau anschaut und schaut, wann welcher Post erfolgreich war. Ihr könnt natürlich richtig viel daraus lernen. Also, welches Thema war gut, welche Uhrzeit war gut, wo kann ich mich verbessern? Das könnt ihr mit Shield gut machen. So, und das Megatool natürlich für LinkedIn ist der LinkedIn Sales Navigator. Mit dem LinkedIn Sales Navigator habt ihr automatisch eine Premium-Mitgliedschaft. Der kostet allerdings auch richtig Geld im Monat. Allerdings, wer im Sales ist, in einem Unternehmen,
Insbesondere im B2B-Bereich würde ich dieses Tool empfehlen, wirklich, weil ihr habt hiermit massig Möglichkeiten. Ihr könnt Personen beobachten, ihr könnt eure Leads speichern, ihr könnt schauen, wenn ihr eine Person beobachtet und ihr wechselt den Job, dann werdet ihr darüber informiert. Dann könnt ihr der Person gratulieren und habt gleich den Fuß drin quasi in einem anderen Unternehmen, weil ihr dieses LinkedIn-Mitglied schon vorher hattet. Ihr könnt LinkedIn-Inmates verschicken. Wie gesagt, je nach Sales Navigator Lizenz ist das gestaffelt. Ihr könnt euch Alerts setzen, wenn jemand was postet und dann immer darauf reagieren. Also ihr könnt damit dann den Vertrauen aufbauen, den ich euch erzählt hatte, bei dem Beispiel der Flasche Wein. Wenn ich sehe, die Person postet, ich reagiere jedes Mal drauf. Es ist leider psychologisch so, je mehr Kontakt man mit zu jemandem hat, desto mehr kommt auch das Vertrauen auf Social Media. Also jemand, der einmal was unter meinen Post setzt, kenne ich wahrscheinlich gar nicht. Jemand, der schon 10-mal was unter meinem Post gesetzt hat, den habe ich in gewisser Weise im Hinterkopf. Also das LinkedIn Sales Navigator hilft euch dabei. Was auch cool ist, oder was man wissen muss, dass man mit dem Sales Navigator ziemlich runterbrechen kann auf eine Geografie. Und deswegen war es ja auch wichtig bei der ersten Session gestern, wo ich gesagt habe, es macht Sinn, dass ihr bei eurem Job auch angibt, wo dieser Job ist, also die Location mit angibt. Weil mit dem LinkedIn Sales Navigator kann man dann besser gefunden werden und umgekehrt könnt ihr natürlich auch andere besser finden. Und es gibt auch, nochmal auf persönlich aufs Personal Brand bezogen, es gibt natürlich auch ein Tool für Recruiter. Das heißt, wenn die nach Regionen suchen, ist es natürlich auch für euch sinnvoll, wenn ihr da gefunden werdet. Wie gesagt, was super gut ist, wenn ihr jemanden als Kontakt habt oder auch nicht als Kontakt habt, also noch ein Second Degree ist, könnt ihr diese Person beobachten, folgen und könnt dann immer, wenn die Person etwas Neues macht auf LinkedIn, auf diese Posts reagieren. Ihr werdet dann informiert über den Sales Navigator. Was ich super finde, ist, wenn ihr quasi einen Prospect habt, hier den Derek, und ich sage, okay, ich bin nicht mit ihm connected, aber er ist im Sales und ich folge ihm jetzt, weil ich ihm etwas verkaufen möchte in Zukunft. Könnt ihr euch sogenannte Lookalikes auch anschauen? Also, wer sieht noch so aus wie Derek? Wer ist noch im Sales in Nordamerika? Und bekommt dann eine Liste von Lookalikes, die ihr wiederum angehen könnt, entweder als Kontakt hinzufügt oder eben in eurem Sales-Prozess involviert. So, das waren die Tools. Jetzt noch ein paar mobile Hacks. Und auf ein paar bin ich ja gestern schon eingegangen. Aber lass uns beginnen mit der personalisierten Einladung. Ich habe gestern gesagt, wie wichtig eine personalisierte Einladung ist. Und das Problem ist, wenn man auf dem mobilen Gerät ist und die App nutzt und dann auf den Vernetzen-Button drückt, dann bekommt kein Fenster, möchtest du deine Einladung personalisieren, sondern schickt dir automatisch eine Vernetzen-Anfrage raus. Ohne Text. Das sieht natürlich dann teilweise komisch aus, beziehungsweise es wird nicht so gut funktionieren. So, ihr könnt aber mobil auch eure Nachricht, eure Vernetzen-Anfrage rausschicken und die Nachricht anpassen. Dafür klickt ihr auf den Mehr-Button, dann bekommt ihr ein kleines Menü und dann Einladung anpassen. Und dann könnt ihr so wie gestern beschrieben sagen: Hey Steven, wir waren beide in der Schweiz und wir sind beide in einer Gruppe. Lasst uns doch connecten. Das könnt ihr dann auch auf mobilen Endgerät machen, wenn ihr im Zug seid oder unterwegs seid. Also habt das bitte im Hinterkopf, dass das möglich ist. Dann, was man auf dem mobilen Endgerät machen kann, ist ein bisschen professioneller kommunizieren. Also viele, wenn sie eine Nachricht bekommen, dann antworten sie natürlich als Text wieder zurück. Was man aber auch machen kann, ist, man kann als Video zurückantworten. Also ich kann, wenn ich eine Nachricht bekomme, sagen: Hey, danke für deine Nachricht. Ich kann gerade nicht lange sprechen. Melde dich später nochmal. Das kann man als Video kurz aufnehmen und dort platzieren. Das kaum jemand macht, seid ihr sicher, dass ihr damit Aufmerksamkeit generiert und ihr etwas mehr als Professional auf LinkedIn wirkt. Also probiert das auch nochmal auf. Hinterlasst einfach eine Videonachricht anstatt einer Textnachricht in euren Messages. Dann, wenn man wieder auf Messen gehen kann, gibt es die Möglichkeit, auf LinkedIn seinen QR-Code anzuzeigen. Das heißt, ihr müsst nicht unbedingt den Namen eintippen von der Person, die ihr kennengelernt habt auf einer Messe oder auf einer Party, sondern ihr könnt einfach auf dieses kleine Symbol in der Sucheleiste klicken und dann bekommt ihr euren QR-Code angezeigt, beziehungsweise könnt den QR-Code des anderen scannen und könnt euch dann einfacher connecten. Was natürlich auch cool ist bei Präsentationen wie dieser hier, könnt ihr euren eigenen QR-Code am Ende der Präsentation setzen und sagen: Hey, connectet euch doch mit mir auf LinkedIn, scannt den QR-Code und dann kommt man direkt auf das Profil der entsprechenden Person. Kleiner Hinweis: Es gab letzte Woche, glaube ich, ein Update der LinkedIn-App.
Das heißt, dieser QR-Code ist jetzt nicht mehr dort, wo es auf diesem Screenshot zu sehen ist. Ihr müsst in das Suchefeld klicken und dann seht ihr erst den QR-Code oder dieses kleine Logo, um den QR-Code aufzurufen. Also das nochmal als Tipp, als Hinweis, dass man erstmal reinklicken muss in das Suchefeld, um diese Funktion nutzen zu können. Darauf bin ich gestern eingegangen. Die Cover Stories sind nur mobil nutzbar. Das heißt, ihr habt auf eurem mobilen Endgerät die Möglichkeit, ein 30-sekündiges Pitch-Video aufzunehmen. Und nochmal hier als Wiederholung, was wichtig ist: Euer Name, wer seid ihr, was macht ihr und was möchtet ihr gerne von den Personen, die auf eurem Profil sind? Also ein Call to Action am Ende hinterlassen. Gleiche mit den Pronunciation-Funktionen, also dieser kleine Lautsprecher, neben seinem Namen zu haben. Auch das ist nur über das mobile Endgerät, über die Applikation möglich. Klickt auf den kleinen Bleistift und ihr habt dann 10 Sekunden Zeit, euren Namen aufzunehmen. Und der wird dann hinter diesem kleinen Lautsprecher hinterlegt. Und immer wenn man draufklickt, hört man quasi diese 10-sekündige Aufnahme von euch selbst. So, jetzt der Punkt: Wie gut bin ich denn eigentlich auf LinkedIn? Das ist das Coole, da gibt es von LinkedIn einen Index, den nennt sich der Social Selling Index. Das ist ein kostenloser Teil des LinkedIn Sales Navigators. Und über die URL linkedin.com/sales/ssi seht ihr, wie gut ihr im Personal Branding, in Social Selling seid. Dieser Social Selling Index setzt sich aus 4 Elementen zusammen: Wie gut ihr eure eigene Marke aufbaut, also euer Personal Brand. Klickt auf dieses kleine Fragezeichen, dann bekommt ihr eine kurze Beschreibung, was das bedeutet. Dann, wie zielgerichtet ihr neue Personen findet und die richtigen Personen findet. Das ist relativ trivial. Darum geht es einfach, wie häufig ihr eine Suche anstößt und wie komplex diese Suche ist. Also wenn ihr diesen Wert nach oben treiben möchtet, macht möglichst viele Suchen auf LinkedIn über diese Sucheingabe, geht in die Filter und dann nutzt ihr möglichst viele Filter, bis es halt nicht mehr geht. Manchmal kommt ihr gar nichts mehr raus, wenn man so viele Filter nutzt. Aber versucht halt diese Filter zu setzen. Ist ein bisschen unfair, weil man natürlich im Sales Navigator viel mehr Filter hat als in der freien Variante. Insofern ist es auch schwer, diesen Wert ganz nach oben zu bringen, wenn man keinen Sales Navigator hat. Dann ein Baustein ist durch Einblicke Interesse wecken. Das heißt, man selber muss was posten und muss sinnvolle Kommentare hinterlassen. Und das letzte Element vom Social Selling Index ist Beziehungen aufbauen. Und auch das ist relativ trivial nach oben zu bringen. Da geht es darum, wie häufig man Nachrichten hin und her schickt. Also insofern, die Geburtstagsliste hilft dabei. Wenn ihr einfach etwas gesehen habt und möchtet der Person eine persönliche Nachricht schicken, macht das, denn je mehr Nachrichten ihr schickt, desto besser baut ihr eure Beziehungen auf für den Algorithmus des Social Selling Index. Und warum ist der Social Selling Index wichtig? Nicht, um sich gegenseitig zu vergleichen, hey, ich habe 80, du hast nur 60, sondern er ist wichtig, weil LinkedIn den auch heranzieht, um euren Content zu pushen. Jemand mit einem niedrigen Social Selling Index, dessen Content wird weniger gepusht als jemand mit einem hohen Social Selling Index. Muss ich das so vorstellen: Wenn ihr 5.000 Follower zum Beispiel habt, wird LinkedIn euren Post nicht sofort an 5.000 ausspielen, sondern erstmal an einer kleinen Gruppe, nehmen wir mal an 200 Leuten. So, diese 200 Leute sehen dann euren Post und je nachdem, wie diese 200 Leute interagieren mit eurem Post, wird euer Post an die nächste Welle ausgespielt, vielleicht an 2.000 Leute. Und wenn ihr einen höheren Social Selling Index habt, dann ist diese erste Gruppe größer, also prozentual größer, zu eurer Gesamtaudience. Also versucht, euren Social Selling Index zu verbessern, um euren Content zu pushen und dadurch mehr sichtbar zu sein. So, es werden einige sagen: Boah, ey, zwei Tage hier, jeweils eine Stunde mit Tipps und Tricks, die ich machen soll, um mein Personal Brand aufzubauen, um mein Netzwerk zu aufzubauen. Ja, es ist so: Networking ist Work. Also in Networking steckt das Wort Work. Das heißt, ihr müsst einfach regelmäßig auf LinkedIn etwas machen. Ich vergleiche es mal ein bisschen mit einem Fitnessstudio. Wer einmal im Monat ins Fitnessstudio geht, kann nach 3 Monaten nicht sagen, dieses Fitnessstudio ist nichts für mich. Das liegt an einem selbst. Wenn du aber jeden Tag ins Fitnessstudio gehst oder mindestens 3-mal die Woche ins Fitnessstudio gehst und hältst das ein Jahr durch, wirst du sehen: Hey, ich habe Muskeln aufgebaut, ich habe Fett verbrannt, ich sehe besser aus. Und genauso ist es auf LinkedIn auch. Wer 3 bis 4-mal die Woche mindestens postet und das ein Jahr durchhält, der wird mehr Sichtbarkeit bekommen, der wird mehr Anfragen bekommen, der wird mehr Sales betreiben können. Glaub mir, also nach einem Jahr wird sich da definitiv ein positiver Effekt einstellen, genauso wie es beim Fitnessstudio auch ist. Mein Advice oder mein Ratschlag ist eben Passion und Patience, also muss eine gewisse Leidenschaft dafür bringen und eine gewisse Ausdauer.
Ich glaube, Ausdauer ist generell im Leben etwas, was weiterbringt, was man weiterbringt. Insofern habt ihr Ausdauer, zieht es mindestens ein Jahr durch, ihr werdet Erfolg haben.